Willkommen, liebe Clasherer, bei mir im Tausgrad-Toto, beim Clan. Ja, ihr werdet das gleich sehen, in welchem Clan ich bin und mit welchem Rathaus ich heute starte. Ich starte heute nämlich mal im Handy. Auch mal eine Besonderheit, zeige ich euch aber gleich mal. Aber ich wollte noch mal darauf aufmerksam machen, auf den Livestream am 30.12.2017, ca. 21 Uhr, werden wir loslegen. Und ihr kennt das, so werden wir loslegen. Im Moment seht ihr alles noch schwarz hier, aber die Handy-App hier gerade beim Wechseln braucht so ein bisschen Krissel kurz mal, bis der Puffer dann voll ist, aber ich bin heute mal am Handy unterwegs. Ich zeige euch das auch mal. Das Kabel hier ist allerdings ein bisschen kurz. Ich muss da noch ein bisschen längeres haben. Ich werde natürlich nicht am Samstag vom Handy aus streamen, aber ist mal eine ganz gute Möglichkeit und ist auch eine ganz nette App, die jetzt auch wieder ein paar Updates bekommen hat. Deswegen habe ich sie heute mal probiert und sie heißt, ich muss euch eben mal zeigen, wie sie heißt. Sie ist nämlich sehr schwierig auszusprechen. Stream Mirroring, also mit der Software nehme ich heute auf, beziehungsweise spiegel ich mein Bild hier in OBS hinein und das geht eigentlich ganz gut. Ich habe noch mal so ein bisschen kleinere Settings getroffen. Mittlerweile unterstützt die Software hier viele, viele Schnittstellen, also Google Chromecast, Universal Plug and Play, DLNA, RTSP, TCP. Ich bin heute mal per HTTP verbunden, also letztendlich über einen Port, eigentlich über einen Port 80, aber die Daten gehen hier über den Port 5000. Ich bin nämlich per USB verbunden. Das ist noch eine ganz kleine Besonderheit. Da muss man ein bisschen tricksen, dass man den USB-Port über den PC mittels einer kleinen Schnittstelle letztendlich hier ins Bild kriegt. Aber ich denke mal, das ist in Ordnung so. Und auch heute mal mit Facecam. Einige haben mich darauf angesprochen. Mit Studio machen wir ein bisschen mehr mit Facecam. Ist eigentlich immer ganz okay. Ja, mache ich. Aber ich sehe natürlich immer nicht schick aus. Auch heute jenseits von Gut und Böse, unrasiert und fern der Heimat, sage ich ja immer, oder fern der Arbeit. Im Moment ist die Hölle los. Und will aber trotzdem euch nicht vorenthalten, dass ich natürlich auch so ein bisschen was aus diesen Events hier mitnehme. Ihr habt ja gestern gesehen, der Event-Wahnsinn hier bei Clash of Clans ist ja gigantisch. Und ich habe hier auch, ich muss eben einmal die Szene wechseln, um zu sehen, wie derbe das krisselt hier. Also das hängt ein ganz, ganz kleines bisschen nach hier. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Die Qualität hier der App übers Handy finde ich ganz gut. Ich kann es leider nicht übers Tablet machen. Das ist das Problem. Mein Tablet ist einfach zu langsam. Das Handy hier hat viel, viel besseren Prozessor, viel, viel besseren Grafikprozessor. Und deswegen mache ich das heute mal hier. Und ihr habt es aber schon im Titel gesehen. Ja, best Tank ever. Hier oben ist es, das Riesenskelett. Also das ist der Hammer. Ich habe es mir ja nicht unbedingt wieder gewünscht, aber ich freue mich natürlich total, dass er jetzt da ist. Und auch die Beschreibung von Supercell hier ist, ja, ist natürlich mal wieder absolut gelungen hier. Nämlich mit It's a Nightmare Before Clasmash and Larry's Cousin. Jack the Giant Skeleton is back for some Holiday Explosions. Also richtig krass hier, muss ich sagen. Und ich freue mich auch, dass er back ist. Hab jetzt so eine kleine Armee ausgebildet, habt ihr hier gesehen. Also das, was wir heute machen werden, ist auf jeden Fall, wir machen hier jetzt erstmal an der Handy-App den ich würde erstmal sagen, den RH7-Angriff. Ihr seht das hier, mir fehlt Dunkles. Ich bin durch mit dem Account hier. Und deswegen nehme ich hier jegliches Dunkles mit. Perfekt, perfekt. 1000 Dunkles, das ist super hier für meine Armee. Ich will mal sehen, wie sie so durchgeht. Ich habe jetzt zwar eine Clan-Book-Truppe, die will ich nicht unbedingt einsetzen. Aber 7 gegen 7, ich denke mal, das ist eine faire Geschichte. Und letztendlich, mache ich mit dem RH7er heute hier weiter, dann springe ich mal auf die Elgato, auch mal eine andere Möglichkeit, auf mein RH9 und last but not least würde ich sagen, machen wir heute einen RH10 Angriff auch mit dem Skeleton-Spell hier und ich gucke natürlich jetzt gerade, wenn ich so gucke ich immer ein bisschen in die Cam rein, das ist so ein bisschen so Stream-Atmosphäre, auch da will ich mich ja ein bisschen zurücklehnen und mal nichts machen. Auch das gehört immer mal wieder dazu. Räuspern, husten und ein bisschen Tee trinken. Gar keine Frage. Ihr habt recht, mir läuft so ein bisschen die Zeit davon. 2 Minuten noch. Ist aber nicht so schlimm. Ich gucke nur, wo der dunkle Pott ist. Und der ist für mich natürlich super erreichbar. Deswegen schicken wir einfach mal unsere Riesen hier rein. Ein paar Heiler hinterher und ein paar Magier hier für den King. Ich denke, das ist ganz gut so. So, da hat jetzt der Minenwerfer ich habe noch gar nicht alle Heiler gesetzt.
So, dann kommen die auch mit dazwischen. Letztendlich geht es mir natürlich nur ums Dunkle hier, gar keine Frage. Sieht aber noch ganz gut aus. Ab und zu gucke ich auch mal nach da, denn am Handy ist das echt, echt mal klein. So, die nehmen wir mal hier in Wut rein. Und Clanburg scheint er nicht zu haben. Ja, wir nehmen den ruhig relativ krass auseinander. Gar keine Frage. So ein bisschen scroll ich auch mal. Und gehe mal ein bisschen größer rein für euch. Also auch das so ein bisschen so. Ja, das macht die Software ganz gut hier, denke ich mal. Die kleine App hier. Und nach wie vor, das sind die Hammer. Das sind die Hammer-Tanks. Echt, wenn die das ganze Spiel da wären. Ich glaube, jeder würde nur noch hier die Skeleton-Riesen nehmen. Denn die latschen hier durch und machen hier wirklich, wirklich viel kaputt. Ich nehme hier nochmal den Wut für die Jungs rein. Mal gucken, ob da jetzt mal endlich einer platzt. Ja, das sieht noch nicht so aus. Ist immer noch keiner kaputt. Die haben auch Healpoints. Also ich habe mal nachgeschaut auf meinem Rathaus 11er Account. Sind die auf Max Level. Da haben die 4100 Healpoints pro Skeleton. Also das ist schon echt, echt nett, muss man sagen. So, da gehen die mal ganz gut durch. Entschuldigt bitte, da bin ich nicht auf dem Laufenden geblieben gerade. Wo sind die hier unten? Oh, jetzt sind sie endlich weg. Jetzt sind sie auch geplatzt. Ah, schade, das haben wir. Toll, dass wir das nicht gesehen haben. Ja, macht nichts. Wir haben noch andere Rathäuser vor uns und ich muss echt ein bisschen mehr trinken. Ich habe heute telefoniert ohne Ende und habe irgendwie nicht mehr wirklich Stimme. Ach so, gut. Okay, der hört jetzt nicht auf, weil wir natürlich noch den Clanburg-Drachen hätten. Und 970 ist für mich absolut in Ordnung. Hm. Mit dem Account hier backe ich wirklich, wirklich, wirklich kleine Brötchen. Und ich würde sagen, wir gehen hier mal raus, wir verlassen jetzt die App, springen auf die Elgato, auf meinen RH9 Account und dann machen wir hier fröhlich weiter. Ich würde die Truppe aber trotzdem nochmal nachbauen. So ein ganz, ganz kleines bisschen habe ich sie jetzt modifiziert. Die ich jetzt am Start habe, die hat nämlich, nehme ich auch mal mit, die Eismagier. Sind ja auch mal nicht schlecht. Mal gucken, aber jetzt hat mein Held erstmal ein bisschen Regenerationszeit, aber ihr seht das hier, kleiner Status vom Chefkoch. Ich bin RH7 maxed out, mir wird nur noch das Rathaus angeboten, glaube ich, und der Barbarenkönig, der Bohrer läuft jetzt im Moment noch. Ich habe aber noch etliches am Mauern und vor allen Dingen, was noch ganz leidig ist, ich habe noch zwei Forschungen vor mir mit dem Rathaus 7 Account, das sind die dunklen hier hinten, aber erstmal geht der King jetzt ganz gemütlich hoch. Wir spielen ja auch endlich mal wieder Clankrieg, haben jetzt mal eine Woche ausgesetzt und dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Schnitt eben und ich springe einmal aufs Tablet. Okay, da bin ich wieder. Ich habe noch mal ein bisschen das Licht verändert, denn ich habe hier auch ein Licht auf dem Schreibtisch stehen. Ich muss sie dringend aufbauen, erzähle ich auch jedes Mal. Aber ich bin jetzt beim Donnerbengel hier auf meinem Tablet-Account. Also auch mit denen geht es ja so ein bisschen weiter. Nicht wirklich viel, aber ich mache immer mal wieder was. Und ihr seht, die Queen hier zumindest beim Donnerbengel geht jetzt schon auf Level 28. Also ist schon mal nicht schlecht. Und ich habe auch für den nächsten Level, habe ich glaube ich auch ein Buch. Die haben nämlich hier die Heldenbücher genommen und ja, müssen wir mal gucken. Der läuft jetzt nicht mehr so lange, da lohnt sich das Heldenbuch nicht. Aber es lohnt sich natürlich mit der Skeleton-Truppe hier anzugreifen. Also hier habe ich so ein bisschen, lasse ich mir so ein bisschen die Wahl dazwischen, ob ich jetzt einen Queenwalk vorher ansetze. Natürlich nicht gegen so eine starke Base, einen Queenwalk. Ich düssel. Kann ja gar kein Queenwalk machen, denn ich habe gar keine Queen dabei. Die levelt ja, aber das macht jetzt im Moment nichts. Also gehen wir mit den Skeleton-Spells, denke ich mal. Wir gehen einfach mit den Skeleton-Spells, mit den Skeleton voraus und schicken den King hinterher. Ich habe mir ein paar zusätzliche Magier mit in die Clanburg packen lassen. Ist mir einfach lieber, falls mir dann Clanburg entgegenkommt und ich habe dann so gar keine Queen im Backend. Das ist immer ein bisschen doof. Und deswegen gucke ich mal, ob wir hier jetzt überhaupt mal einen Gegner finden. Ja, 2, 3. Oh, den können wir ruhig machen. Ich denke mal, den können wir ruhig machen hier. X-Bogen auf Boden da. Manchmal gucke ich auch nach vorne, dann sehe ich das Bild nämlich da und gucke nicht immer so nach unten aufs Tablet hier. Also auch hier seht ihr das. Ihr könnt euch das mal angucken. Ich zeige euch das einfach mal. Das ist ein Tablet mit dem Donnerbengel-Account. Hier ist dann angeschlossen HDMI und ein Akkuladegerät, weil das Ding hier fast leer ist. Und deswegen nehmen wir den ruhig mal mit. Ich nehme solche Bases immer gerne über Ecke mit.
Das machen wir jetzt hier auch mal. So, 1, 2, 3 von denen und natürlich unsere Heiler hinterhergeschickt. Ich weiß gar nicht, ob diese Skeletons, ob die Sprungfallen resistent sind, hätte ich mal fast gesagt. So ähnlich wie vielleicht die Riesen. Oh, ich sehe gerade, ich habe gar keinen Mauerbrecher. Okay. Dann müssen die da mal so durch, ne? Jetzt hätte ich natürlich ein bisschen funneln können hier. Aber ihr seht das hier, was ich noch zusätzlich eigentlich dabei habe. Ich habe noch zusätzlich Hog Rider dabei und noch zwei Babydrachen. Also ich will ja auch ein bisschen gewinnen, ein bisschen Bonus mitnehmen. Die Jungs sind ja ein bisschen oder etwas ein kleines Stück höher in der Liga. Und wir halten den hier jetzt mal mit dem Zaubern hier den Rücken so ein bisschen frei, denke ich mal. Und setzen hier auch ruhig mal einen Heilzauber zu dem Wutzauber noch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, der King rennt jetzt raus, aber ich habe da in jedem Fall ja einen Magier, glaube ich, an den Pötten hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier hinten hauen wir noch mal einen Heil rein bei den Hockeridern. Ja, das ist nicht übel. Oh, da haben die jetzt geschwenkt. Worauf haben die nun eigentlich geschwenkt? Ah, die Riesenskelette kommen da nicht durch. Ah, doch, jetzt sind sie durch. Okay. Und dann machen wir das mal so. Nehmen hier jetzt, was können wir denn noch mitnehmen? Ah, hier hinten können wir noch so ein bisschen was mitnehmen. Mal schauen. Da hinten das Lager. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das lassen wir einfach mal so laufen. Mehr können wir nicht machen an der Stelle. So, jetzt gucken wir uns auch mal an, wie die hier hochgehen. Die kriegen ja jetzt richtig Beschuss hier. Mal sehen, wie viel die jetzt mitnehmen. Es ist der Hammer. Die Explosion hat das Rathaus mitgenommen. Perfekt. Echt perfekt. Und wir haben den auf Null gefarmt. Also Null Dunkles. Ich brauche ja mit diesen Accounts ja echt nur noch Dunkles. Und schön gemacht hier, denke ich mal. Das ist eine coole. Ah, das ist eine coole Truppe. Echt eine coole Truppe. Kann man nicht anders sagen. Wer geht denn eigentlich hier unten noch? Och, das ist mein King so auf weiter Flur. Mit den Heilern im Gepäck. Ja, dann machen wir King. Wir holen uns mal noch ein paar Prozente. Eigentlich brauche ich keine Prozente mehr, denn ab 70 gibt es sowieso den vollen Bonus und ich würde ihn jetzt nur verpowern. Das mache ich jetzt mal nicht. Also gehe ich hier ruhig mal raus. Ja, mit dem Bonus hier. Der Kollege ist in Meister 2, das ist in Ordnung. Und sind das hier immerhin so ein bisschen was, ein bisschen mit dem King geholt. Oh, den habe ich ganz vergessen. Es gibt ja auch Bonus. Mal sehen, wie voll die Hütte hier beim Donnerbengel schon wieder ist. Ja, das ist schon wieder viel zu voll. Ich leere das immer ab und zu. Ihr kennt das von mir. Dann stoße ich hier immer einmal das Rathaus an und danach breche ich es ab. Irgendwann klicke ich bestimmt auf Finish Now mit den Juwelen. Aber heute klicke ich noch richtig. Also auch der hier geht natürlich noch nicht auf Rathaus Level 10 hoch. Ein bisschen muss er noch durchhalten. Würde ich mal so sagen. Ich baue aber exakt die Truppe nach, denn die ist wirklich gut. Hat mir jetzt gerade ganz gut gefallen. Und ich würde sagen, ich springe jetzt tatsächlich auf den PC. Also wir hatten jetzt heute Handy, wir hatten heute Elgato, also hier das Tablet. Und mit dem Avatar greife ich einfach mal einen PC an, denke ich mal. Das reicht da, wo der rumeiert, ist das Ganze in Ordnung. Fordere hier aber nochmal gerade ein paar Truppen. Magier oder Bowler ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, dann geht das jetzt auf dem Tablet, beziehungsweise auf dem Tablet, auf dem PC weiter. Naja, es gibt immer etwas Kleines rumzufummeln und ich weiß, manche Sachen fallen euch nicht auf, aber sie fallen mir auf, weil ich natürlich die Videos immer wieder gucke, was passiert da. Und mir ist aufgefallen, dass immer noch so ein bisschen, wenn ich hier vor allen Dingen Szenenwechsel mache am Tablet, wo ich natürlich genauso nochmal eine andere Lichtquelle habe, dass mein Gesicht dann immer hell dunkel wurde, also und er auch immer automatisch fokussiert, wenn ich hier mal ein bisschen rumhampel. Das habe ich jetzt erstmal ausgemacht. Und ihr seht hier meinen Rathaus 10 Account. Also auch mit dem komme ich eigentlich gut zugange im Moment. Und ich habe, oh, ich habe noch gar nicht die Truppe. Wartet mal eben. Ich glaube, ich kann hier was tauschen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wir tauschen die mal so ein bisschen um, glaube ich. Ich nehme mal einen Heiler raus. Dann haben wir schon mal noch kein Skelett. Okay, kann ich vielleicht etwas. Okay. Kann nicht mal was loswerden. Hier, das ist natürlich doof. Dann. Na, wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das jetzt? Dann schmeiße ich mal ein paar von denen weg. Ist einfach mal so. Mal gucken, ob das reicht für so ein paar Riesenskelette. 1, 2, 3. Ah, 4 habe ich mir gedacht. Okay. 4 hatte ich mir gedacht. 20 Platz fressen sie. 20 Platz. So müsste es passen.
Ja, jetzt haben wir genau 4 Stück. Das passt so. Okay, dann bauen wir die mal eben nach. 4 davon, also meine nächste Truppe ist dann mit Schweinereiter. Ihr seht das, ich habe dann auch ganz viel Heilzauber dabei. Und ich würde sagen, wir legen sofort los. Also auch hier eine andere Truppenkombination. Ich kann hier also sowohl... Hab ich heute Glück oder was? 500, ich habe heute irgendwie Glück. Erster Klick ist gleich ein Gegner. Auch wenn der hier relativ stark ist, Inferno-Türme hat, würde ich sagen, ja, das ist jetzt die Qual der Wahl. Was machst du, Toto? Machst du einen Queenwalk oder gehst du ein bisschen anders rein? Nein, ich mache erstmal einen Queenwalk, denke ich mal. Denn ich habe 3-mal Wut dabei und die kann ich erstmal ganz gut gebrauchen. Ihr seht auch das hier, meine Queen ist auch mittlerweile mit dem Avatar auf 31. Denn ich habe mir natürlich auch ein Heldenbuch hier gegönnt, aber kein gekauftes, sondern mal ein wirklich erspieltes hier über die Clanspiele. So, jetzt nehmen wir den schon mal hier rein. Nehmen wir mal so ein paar Bowler hier. Die Riesenskelette nach da. Und mal sehen, ob wir hier irgendwo aufmachen können. Das sieht schon mal ganz gut aus hier. Wir nehmen die ruhig noch mit hier rein. Hier wird gesprungen. Und, oh, da kommt jetzt schon ein Clanburgdrache, jawohl. Oh, ich habe, glaube ich, ein bisschen zu wenig Gift dabei. Ah, das weiß ich gar nicht, warum das so ist hier. So, hier setzen wir mal einen Heilzauber. Ja, ihr seht, das Genialste schlechthin, der Heilzauber bei Clash of Clans gegen Infernos. Also richtig krass hier, geht gut ab. Ihr seht das, meine Helden. Auch der King ist wieder voll dabei. Ich gehe mal ein bisschen größer rein für euch. So, die Skelette hier. Mal sehen, ob die den Inferno jetzt mitnehmen, wenn sie mal kaputt gehen. Aber es geht noch gar keiner kaputt. Die werden hier noch ganz fröhlich durchgeheilt. Aber wir haben auch noch nicht so viel Gold. Wir müssen noch das ein oder andere Lager machen hier. Ah nein, oh, ich sag mal. Scheiße, jetzt habe ich meine Queen vergessen. Jetzt habe ich hier nur noch den King. Der wird nicht mal mehr geheilt. Aber mal sehen. So, die gehen hier jetzt durch. Und wenn die ja gleich kaputt gehen, dann nehmen die ja alles im Umkreis mit. Das heißt also, die nehmen mir den dunklen Bohrer mit. Die nehmen mir bestimmt auch ein bisschen von dem... okay, der King holt sich das Lager. Die nehmen bestimmt auch ein bisschen Goldlager mit. Na, machen die das? Ah, nein, die gehen ja jetzt zu einer Defense. Scheiße. Okay, dann kann ich mich jetzt nur zurücklehnen, kann zugucken, wie die Riesenskelette hier jetzt leider kaputt gehen. Also sind auf jeden Fall sprungresistent. Die Queen läuft da so hinterher. Was witzig. Mein King ist auch noch dabei. Okay. Mal sehen. Oh, das sind jetzt gleich die letzten Defense-Gebäude. Mal gucken, wo die draufgehen. Mal schauen, wo die gleich draufgehen. Ah, ein Riese ist da auch noch zwischen. Okay. Die Queen? Wo ist die gegnerische Queen? Die ist doch da mit Level 13, oder täusche ich mich da? Ah ja, okay. Jetzt kriegt sie. Jetzt kriegt die Queen. Ist das cool. Habt ihr das auch mal gesehen? Okay, also die machen erstmal schön den Helden. Und jetzt nehmen sich den Rest hier vor. Mein King geht hier außen rum. Okay, ja, das ist natürlich jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Ich gucke dem ganzen Treiben einfach mal so ein bisschen so zu. Die Base haben wir in jedem Fall im Sack. Und ich finde, ihr seht das hier, das ist eine gigantische Truppe. Also, als es die ja das erste Mal gab, habe ich die ja so ein bisschen belächelt. Da gab es die ja mit den Kürbisbarbaren und jetzt haben wir... Naja, wir haben ihn so ein bisschen was übergelassen. Es gab ihn ja mit den Kürbisbarbaren. Und ich muss sagen, da hat mich diese Truppe schon wirklich, wirklich begeistert. Und ich würde sagen, mit dem 10er hier, da bin ich sowieso im Boost-Verzug hier. Wir boosten den mal, denn ich wollte den nach dem Video aufnehmen hier sowieso so ein bisschen pushen. Und deswegen boosten wir hier mal die Helden auch. Jawohl. Und ich mache einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, auf dem RH10 nochmal wieder. Diesmal mit einer anderen Armee. Wir nehmen aber auch die 4 Riesen hier mit rein, aber nehmen diesmal Hawk Rider mit rein, haben etwas mehr an Heilzauber. Bis gleich. Okay, es geht ruckzuck hier. Also ihr seht, dass hier meine Armee ist schon lange wieder fertig. Aber ich gehe nochmal eins zurück hier. Hier wird auch viel gequatscht. Ihr seht das 13 von 48 online, also auch bei TW2. Muss ich sagen, bin ich eigentlich im Moment ganz gerne. Und wenn dann jemand reinkommt, der einfach nur eine Truppe will und mich beim Namen nennt und mich kennt, das finde ich natürlich super. Oh, perfekt. Perfekt hier, ich brauche Dunkles für Helden. Und ich würde sagen, auch den machen wir wieder. Denn ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Ihr müsst mal meine ganz, ganz alten Folgen gucken. Das ist eins meiner RH9 Farmdörfer gewesen. Also dieses Dorf hatte ich als RH9 Farmdorf auch. Ist gar nicht mal so schlecht. Hält sogar manchmal.
Aber ich hoffe, es hält nicht mehr gegen meinen RH10er hier, weil das hat gegen RH10 nie gehalten. Und jetzt höre ich gerade jemanden klopfen. Oh, Donnerwetter. Das muss jetzt aber mal, ich glaube, ich muss da unten gleich mal was beenden. Ich glaube, die tillen mal wieder ein bisschen aus. Aber ich lasse mich jetzt erstmal nicht beirren. Mache jetzt ganz brav hier meinen Angriff. Und ich habe jetzt natürlich nur einen Wut. Okay, mal sehen, wann ich den und wie ich den einsetze. Okay, der ist auch schon RH10 hier. Dann denke ich mal, nehmen wir hier jetzt mal den Wut für die Queen. Und da unsere Kollegen hier ja resistent sind gegen jegliche anderen Sachen, ziehen wir jetzt mal hier. Ah, mal gucken. Ja, da hatte ich auch immer eine Bombe gegen oder für Mauerbrecher. Mal sehen, ob meine hier jetzt durchgehen. Ah, die gehen nicht durch. Okay, dann setzen wir hier einfach einen Sprung. Und dann können die Truppen in jedem Fall darüber springen. Mit Queen. Ja, Queen ist mit dabei. Das ist super. Und dann können die jetzt erstmal ganz behändig hier durchgehen. Und ich habe schon wieder vergessen, meinen eigenen Gift hier mitzunehmen. Ah, das ist natürlich auch doof. Jetzt muss ich allerdings schon meinen King mal ein bisschen zünden hier. Und ich denke, pass mal auf. Wir schicken die hier mal im Backend rein. Das war eine Riesenbombe. So, wir gucken mal, wo die weiter tippeln. Die tippeln da weiter. Dann kriegen die hier schon mal ein Heil. Und wir müssen ja noch irgendwie ans Dunkle kommen. Aber Queen ist noch dabei. Gegnerische Queen nervt mich natürlich jetzt ein bisschen. Das heißt, die halten wir jetzt ein bisschen auf. Die müssen wir jetzt mal ein bisschen stoppen hier, die gegnerische Queen. So, dass meine Hog Rider hier noch ganz gut durchgehen. Da gehen sie noch durch. Hier gehen die Gifties noch durch, ja. Brauche ich mein Heil noch? Ich brauche mein Heil nicht mehr. Nein, ich brauche mein Heil nicht mehr. Kann ich die Queen auch zünden? So, da ist die gegnerische Queen jetzt auch Essig. Und ich habe noch genug Truppen, glaube ich, am Start. Also das ist meine alte RH9 Farmbase. Gegen RH10 hält die natürlich nicht. Ich glaube, da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Ich meine, mit solcher Truppe jetzt ist es auch sehr, sehr schwer, sich zu wehren. Wir lassen das jetzt mal auslaufen. Ich habe jetzt, glaube ich, ganz gut Dunkles gesammelt hier. Und komischerweise war ja ein bisschen der Fokus auf den Riesenscheins hier. Und dem passiert überhaupt nichts. Dem passiert gar nichts. Ich glaube, die müssen wir ohne Heiler loslaufen lassen. Damit denen überhaupt mal was passiert. Aber so ein paar sind, glaube ich, hochgegangen. Und sah ja aber ganz gut aus. Also ich wollte euch einfach ein bisschen was von dem Riesenskelett hier zeigen. Denn ist echt eine coole Truppe. Und 3 Sterne hier, 100%. Bonus nehmen wir auch noch mit. In Kristall 2 ist er jetzt nicht so super hoch, aber Bonus ist Bonus und auch den nehmen wir, denke ich mal, mit. Super, super Geschichte hier. Ich gucke mal, ob unser Gast noch da ist. Ah, da ist er. Na klar. Viel Glück und Erfolg wünschen wir da. Viel Glück und Erfolg. Also der Wolf war hier und ich fordere hier einfach nochmal Bodengift an. Mache die gleiche Truppe. Ich mache sie mal nochmal. Aber so. Wir faxen dicke. Jetzt nehmen wir mal 2 Gift mit. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen mit den Riesenskeletten hier in 3 Rathäusern. Und ich habe auf den Stream nochmal aufmerksam gemacht. Aber ihr werdet ja Samstagmittag auch noch irgendeine Folge von mir sehen. Was auch immer. Und ihr habt natürlich ganz bewusst nichts vom Thorsten gesehen hier. Ich halte ja ganz geheim, wo der Thorsten ist. Nein. Ja, soll eine kleine Überraschung sein für euch. Ich hoffe, ihr lasst euch auch gerne überraschen. Und ihr seht weiterhin meinen Kanal. Wenn dem so ist, bis dahin, euer Toto. Clasht.